Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, läuft im Moment die Sexy Bahn Challenge von L'Oréal Paris, bei der Julia, Lena und Sarah bereits teilgenommen haben. Und die liebe Sarah hat mich jetzt auch dazu nominiert und ich nehme diese Challenge natürlich an. Und ich habe mir dazu etwas sehr, sehr Cooles überlegt, wie ich finde. Ich werde mich jetzt nämlich gleich schminken, beziehungsweise, das ist nicht alles, ich werde gleich versuchen, auf meinen Spiegel, den ich da hinten schon stehen habe, ein Bild aus Kussmündern herzustellen, wenn man das so sagen kann. Also ich werde einfach ganz oft auf meinen Spiegel küssen und dabei versuchen, ein Bild dabei rauszubekommen. Was ich allerdings malen bzw. küssen werde, verrate ich euch jetzt noch nicht. Ich finde es nämlich irgendwie viel lustiger, wenn ihr das in den Kommentaren miterratet. Also schreibt mir einfach im Laufe der Challenge, was ihr glaubt, was ich da gerade versuche zu malen. Okay, ich habe hier jetzt meinen Spiegel und ihr könnt mich auch von dieser Kamera hier sehen. Hi! Damit ihr auch seht, was ich überhaupt tue. Und ich werde mir jetzt mal den ersten Lippenbalsam auftragen und mal gucken, wie das Ganze so wird. Wie ihr schon sehen könnt, sind alle sehr schön pigmentiert und ich fange jetzt direkt mal an zu küssen. Okay, ihr seht schon, hier sind so ein paar Abdrücke. Ich glaube, ich brauche aber noch ein bisschen mehr Pigmentierung. Deshalb trage ich mir den jetzt einfach nochmal auf. So, das finde ich auf jeden Fall schon um einiges besser. Ich merke, das wird eine ganz schöne Sauerei. Ich habe es nämlich schon auf der Nasenspitze. Ich hätte vielleicht auch mal über Abschminktücher nachdenken sollen. Here we go. Ich habe das Ganze jetzt mal noch ein bisschen verblendet. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat, aber naja. Und noch eine Schicht von dem Pinken. Jetzt nehme ich mal wieder einen etwas deckenderen Balm. Und damit werde ich mein Kunstwerk jetzt fast abschließen. Also ratet mal bis jetzt in den Kommentaren, was ihr zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade denkt, was das werden soll. Und schreibt mir mal danach in die Kommentare, ob ihr richtig geraten habt oder ob ihr euch was ganz anderes darunter vorgestellt habt. Wenn das nicht mal ein knalliges Pink ist, dann weiß ich auch nicht. Es geht weiter. Man erkennt jetzt, was meine Intention war, hier darzustellen. Ich male mal noch ein bisschen was dazu. Tada! Ich hoffe, man erkennt jetzt einigermaßen, was ich darstellen wollte. Meiner Meinung nach ist das hier echt eigentlich recht gut geworden. Ich habe jetzt zwar alles an der Nasenspitze und am Kinn, aber das kann auch einfach daran liegen, dass ich nicht küssen kann. Oder so. So, das hier ist jetzt mein fertiges Gemälde und ich hoffe, ihr erkennt, was das sein soll. Das ist ein Lippenstift. Wer hat's erraten? Ich hoffe, die meisten von euch, weil sonst wäre es ganz schön peinlich für mich. Mir hat die Challenge auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand's echt ganz lustig. Ihr könnt das auch super gerne zu Hause nachmachen und mir Bilder auf Instagram davon schicken, beziehungsweise mich einfach darauf markieren, damit ich das sehen kann. Das fände ich auch mega lustig. Gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich darf den Sexy Balm Contest mit diesem Video hier beenden. Danke nochmal an Julia, Lena und Sarah, die auch mitgemacht haben. Und falls ihr einige der Sexy Balms gewinnen wollt, dann könnt ihr beim L'Oréal Paris Comic Strip Gewinnspiel mitmachen. Da könnt ihr dann euren eigenen Comic erstellen und einen von 100 Sexy Balms gewinnen. Und als Hauptgewinn gibt es eine Wild Adventure, wie L'Oréal Paris es nennt. Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei, da packe ich euch den Link zu dem Gewinnspiel hin. Hier kommt ihr jetzt noch zu meinen beiden letzten Videos und dort unten seht ihr meine Social Media Seiten und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!